Der Heilbronner Hotelier Hans-Peter Gaub mit Sammy, einem seiner Geparden. Bilder aus vergangenen Tagen, denn sein letzter Gepard starb im vergangenen Herbst. Jetzt wünscht sich Gaub ein neues Tier. Weil das eben zu mir gehört, zu meinem Leben. Mein Leben lang, 40 Jahre meines Lebens, habe ich Geparden. Und ich hänge einfach mit Leib und Seele an Geparden. Das Tier hätte Platz genug, sagt Gaub. Vorschrift ist für Gepardenhaltung mindestens 80 Quadratmeter. Ich habe mein Gehege draußen 700 Quadratmeter, also fast das Zehnfache. Und das reicht völlig aus. Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA sieht das anders. Sie kritisiert die Gartenhaltung. Geparden sind die schnellsten Landtiere der Welt. Die leben in einem riesigen Gebiet, gehen natürlich auch ihren eigenen Instinkten besonders nach. Und das kann in der Gefangenschaft niemals so stattfinden wie im natürlichen Lebensraum. Denen geht's nur gut. Und die Tiere, mit zunehmendem Alter liegen die der ganze Tag nur rum. Und keiner will mehr spielen und keiner will mehr rennen. Denn das Futter kriegen sie ja vorgesetzt. Ein Gepard rennt ja auch nur in freier Wildbahn 300 Meter, dann bleibt er stehen, wenn er die Beute nicht erwischt hat. Artgerechte Haltung sei das trotzdem nicht, meint Jana Hoger. Hier geht es aber noch um etwas anderes. Der Handel mit exotischen Tieren floriert massiv. Gerade auch in sozialen Netzwerken sieht man, dass es einen regelrechten Boom mit exotischen Tieren gibt, dass immer mehr die Nachfrage aufsteigt, dass Menschen eben nicht mehr nur noch den Hund oder die Katze zu Hause halten wollen. Menschen wie Herr Gaub, die viel im öffentlichen Fernsehen vielleicht auch zu sehen sind, die viel in der Öffentlichkeit sind, befeuern natürlich durch so eine Haltung diese Nachfrage. Nicht jeder hat so viel Erfahrung mit Raubkatzen wie der Heilbronner Hotelier. Vom Gesetz her braucht man die auch nicht. Ein Unding, findet Jana Hoger. In Baden-Württemberg, das ist das große Problem, ist auch dieser Handel noch immer völlig frei möglich. Das heißt, ich kann mir als Privatperson eine gefährliche Großkatze nach Hause holen. Für uns ist ganz klar, dass wir von der Landesregierung jetzt ganz, ganz dringend ein Verbot von der Haltung von Wildtieren brauchen. Die Landesregierung hat sich vorgenommen, einen Eignungsnachweis einzuführen. Ein Verbot ist nicht geplant. Hans-Peter Gaub hat derweil ein Angebot von einem Zoo bekommen, ein zweijähriger Gepard. Ein Leben ohne Gepard kann ich mir gar nicht vorstellen bei mir. Ja? So, noch habe ich ein paar Jahre vor mir und ich hoffe, ich kann die auch noch mit einem Gepard genießen. Die Chancen stehen also gut, dass er bald wieder einen solchen tierischen Gefährten im Garten seines Hotels hat.